Hallo zusammen, heute geht es um die US-Wahlen. Wie sie funktionieren, wer für die nächsten US-Wahlen kandidiert, das erfährt ihr in diesem Video. In den USA stimmt die Bevölkerung für die Wahlmänner ab, die danach für die Präsidentschaftskandidaten stimmen. Damit ein Kandidat gewinnen kann, braucht er mindestens 270 Wahlmännerstimmen. Alle 4 Jahre wird ein Präsident neu gewählt. Man muss US-Staatsbürger sein und man darf maximal 8 Jahre lang Präsident der USA sein. In den USA müssen die Wahlmänner eines Bundesstaats für einen Präsident wählen. Der Präsidentschaftskandidat mit den meisten Wahlmännerstimmen bekommt dann alle Wahlmännerstimmen von jeweiligen Bundesstaat. Dies nennt man in den USA «The winner takes it all». Donald Trump ist am 14. Juni 1946 in Queens, New York City geboren. Trump ist ein US-amerikanischer Unternehmer, Entertainer und von 2017 bis 2021 Präsident der USA. Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist Inhaber des Mischkonzerns Trump. Trump versprach eine Steuersenkung und eine Grenzmauer zu Mexiko. Trump hat einige seiner Wahlversprechen nicht gehalten. Trump hat in der Corona-Krise zu spät reagiert. Deswegen wurde die USA zu einem großen Corona-Hotspot. Trump kennt sich gut mit Finanzen aus und konnte vor der Corona-Krise Amerika finanziell gut führen. Trump hat jedoch in seiner Kandidatur sehr wenig auf die Klimaziele gesetzt. Joe Biden ist am 20. November 1942 in Scranton, Pennsylvania geboren. Von 1973 bis 2009 gehört er dem Senat der Vereinigten Staaten an. Von 2009 bis 2017 war Biden der 47. Vizepräsident der USA. Biden versprach, dass er als erstes die USA richtig durch die Corona-Krise führen will. Er möchte auch dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Joe Biden möchte die US-Wirtschaft anfangs auch stärken. Biden versprach, dass die USA bis 2035 ihre Energie komplett CO2-frei erzeugen. Fazit: Die US-Wahlen werden sehr interessant wegen den zwei sehr unterschiedlichen Kandidaten.